Hallo ihr Lieben, da bin ich heute ausnahmsweise mal am Sonntag mit meiner Review zur gestern gelaufenen Sailor Moon Crystal Episode Act Nummer 10 Moon Tsuki, also der Reise zum Mond. Bevor ich anfange, eine kurze Erklärung, warum ich das Video schon heute am Sonntag mache. Normalerweise mache ich am Wochenende ja keine Videos. Nur ist es so, dass mein Schatz und ich heute Abend auf eine Geschäftsreise gehen. Und normalerweise würde ich das Video dann morgen machen, am Montag. Aber normalerweise fahren wir auch nicht am Sonntag auf solche Reisen. Aber wie auch immer, stattdessen gibt es dann eben heute das Video. Aber genug davon zu der Episode. Oh mein Gott, war das wieder genial. Was soll ich eigentlich groß sagen? Diese Folge war, was wir natürlich erwartet haben, also die Reise der Zenshi zum Mond, ein Rückblick auf ihre Vergangenheit. Sie haben den im Computer gespeicherten Geist von Queen Serenity gesehen und erfahren, was damals passiert ist. Mein einziger Kritikpunkt bei diesem Rückblick ist vielleicht nur der, ich hätte gerne gesehen natürlich, wie Queen Serenity Metallia versiegelt hat. Das haben wir im alten Anime ja gesehen. Und ein bisschen mehr von dem Kampf zwischen Erde und Mond hätte ich vielleicht auch gesehen. Aber das ist eigentlich so der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ansonsten fand ich es wunderschön gemacht. Und worauf wir natürlich auch alle gewartet haben, die Liebesgeschichte zwischen den vier Senshi und den Shiteno. Ja, wir haben es jetzt offiziell. Die acht waren auch Liebespaare. Und ich finde es eigentlich auch sehr schön, dass dieser Aspekt der Shiteno dann auch wirklich mal jetzt herausgearbeitet ist. Denn das gibt den Charakteren einfach auch mehr Tiefe. Wunderschön natürlich auch die Szene, wo ihre Erinnerungen zurückkommen. Und natürlich genauso grausam dann, was Queen Beryl mit ihnen anstellt, dass sie die vier im Grunde genommen ja wirklich nur benutzt und sie dann auch noch benutzen möchte, um die Senshi zu töten. Und dann kommen wir auch gleich zu der Szene, wo ich wirklich atemlos vor dem PC gesessen habe. Sailor Moons Moon Healing Escalation in dieser Folge. Oh mein Gott, war das genial? War das nicht absolut genial? Also dieser Moment, wo sie sich in dieses goldene Licht hüllt und dann einfach hoch in die Luft steigt und dann einfach diese unglaubliche Energie loslässt, das ist totaler Wahnsinn. Also das zeigt einfach, finde ich, viel stärker als im Original-Anime, wie stark Sailor Moon eigentlich ist. Und das war wirklich so eine totale Wow-Szene, wo ich also wirklich mit offenem Mund vor dem PC gesessen habe, weil ich es absolut klasse fand. Ja, die Episode ist unglaublich schnell vorbeigegangen, fand ich. Lag sicherlich auch daran, weil einfach so viel irgendwie passiert ist. Und ja, wir wissen natürlich nun, was in der nächsten Folge geschehen wird. Mamoru Endymion wird natürlich auf die Erde zurückkehren, aber eben war er nicht so, wie Usagi sich das erhofft hat. Ja. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich großartig noch zu der Folge sagen soll. Sie war einfach genial. Es war auf der einen Seite natürlich das, was wir erwartet haben. Auf der anderen Seite natürlich auch unerwartete Sachen. Wie gesagt, diese Hintergrundgeschichte mit den Shiteno. Ich fand auch diese Szene sehr schön, wo sie auf der Erde vor ihrem Prinzen stehen und sich alle nacheinander vorstellen, quasi als noble Ritter. Und ich finde, das macht das Ganze einfach, gibt ihren Charakteren erstmal mehr Tiefe und auf der anderen Seite macht es das Ganze umso tragischer, dass sie von Beryl und Metallia benutzt werden, um ihren ehemaligen Prinzen, ihren ehemaligen Herren quasi zu verraten und zu hintergehen. Und ich bin gespannt natürlich, was mit den vier passieren wird, ob sie im Endeffekt auch nur noch als
Steine enden werden, so wie im Manga, oder ob es vielleicht eine andere Lösung für die vier geben wird. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Noch eine kleine Anmerkung. Wenn ich heute nicht ganz so laut vielleicht bin, liegt das einfach daran, mein Schatz ist noch am Schlafen. Ich habe jetzt zwar sämtliche Türen zu, aber ich will ihn trotzdem noch nicht unbedingt aufwecken. Ja, das war eigentlich so meine kurze Kritik zu der Episode. Wie gesagt, der einzige Kritikpunkt habe ich euch ja genannt. Ich hätte ein bisschen mehr von dem Konflikt zwischen Erde und Mond natürlich gesehen und auch wie Queen Serenity Metallia versiegelt. Aber gut, das haben wir stattdessen natürlich dann im Original-Anime, den wir ja weiterhin gucken werden. Ja. Dann noch etwas, da wir, wie ich ja schon erwähnt habe, auf Reisen gehen ein paar Tage. Ich werde erst am Donnerstag wieder zu Hause sein. Ich werde auch nicht in der Lage sein, so viel online zu gehen in den nächsten Tagen, wo wir weg sind. Das heißt, also ihr könnt mir gerne Kommentare und alles wieder da unten hinschreiben. Ich werde aber wahrscheinlich erst am Donnerstag dazu kommen, sie zu lesen und zu beantworten. Aber das mache ich auf jeden Fall. Und was ich mir auch überlegt habe, dass ich glaube, dieses Mal meine Kamera mitnehme und euch quasi so ein kleines Reise-Videotagebuch irgendwie mache. Dachte, vielleicht wäre das ganz interessant für euch, weil, kurze Erklärung, mein Schatz muss quasi einmal im Monat immer auf Geschäftsreise gehen und ich komme halt immer mit und vielleicht ist das mal eine ganz nette Idee. Ich nehme die Kamera einfach mal mit und zeige euch mal, wo wir so hinfahren und was ich dann in so in der ganzen Zeit mache. Wenn es euch interessiert. Ich mache es ganz einfach. Ob ihr es euch dann hinterher anguckt oder nicht, das ist ja eure Entscheidung. Okay. Ja. So viel dann dazu erstmal von mir. Wie gesagt, online bin ich erst wieder wirklich am Donnerstag. Aber schreibt mir eure Kommentare, lasst mich wissen, wie ihr die Folge fandet, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wart ihr auch so begeistert von den Rückblenden zu den Shiteno und den Sailor Senshi? Also schreibt mir alles da unten rein. Ich freue mich darauf, ganz, ganz viele Kommentare dann zu lesen, wenn ich wieder zurück bin. Und ja. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und eine schöne erste Wochenhälfte und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.